Ja, David, der DFB-Pokal steht vor der Tür. Bevor wir auf das kommende Spiel schauen, wollen wir noch einmal rückblicken auf das Spiel gegen Hannover 96. Wie zufrieden bist du im Nachhinein mit eurer Leistung? Ich glaube, mit der Leistung können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Es geht immer noch besser. Ich glaube, wir haben auch herausgearbeitet, was wir noch verbessern müssen für das kommende Spiel. Aber insgesamt, glaube ich, war das wirklich eine gute Leistung gegen einen guten Gegner und ein hochverdienter Punkt am Ende. Am Wochenende geht es jetzt zum SV Strahlen, DFB-Pokal. Was macht für dich den DFB-Pokal so besonders? Ich glaube, das Besondere ist einfach, dass du mit ein paar wenigen guten Spielen echte Highlights schaffen kannst. Ich glaube, man hat es hier letzte Saison gemerkt, was da los sein kann, was man wirklich dann schaffen kann. Es ist eben nicht 34 Spiele, sondern es sind 6 Spiele theoretisch bis zum Finale und das, da wollen wir alles raushauen. Worauf kommt es im DFB-Pokal an? Ich glaube, jedes Spiel Vollgas anzugehen, es kann immer das Letzte sein. Deswegen, man muss sich bewusst sein, man hat keine Zeit für Ausrutscher. Man muss immer 100% da sein und jede Chance nutzen. Wir spielen ja in Duisburg. Würdest du sagen, das ist für uns eher ein Vorteil? Ich glaube, kann ein Vorteil sein, dass sie auch nicht auf ihrem gewohnten Umfeld spielen. Für uns gilt es aber einfach, egal wie die Verhältnisse dort sind, uns darauf einzulassen und das voll anzunehmen. Okay, zum Schluss nochmal, beschreib gerne den DFB-Pokal für dich in 3 Worten. Geil, macht Laune und ist richtig Stimmung. Ja, mega. Pokal ist ein geiler Cup, da kann viel passieren, da kannst du gegen jede Mannschaft antreten und ist immer für Überraschungen gut. Deswegen habe ich einfach große Lust auf dieses Spiel und freue mich drauf. Was macht den DFB-Pokal für dich so besonders? Dass jeder jeden schlagen kann. Das geht von Underdog bis zum Favoriten. Jeder ist möglich zu schlagen und ich finde, das macht den Pokal aus, dass da einfach jeder die Chance hat, sich gegen jeden auch ligaübergreifend halt zu duellieren und zu messen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr geil, dass da halt jeder die Chance bekommt. Unser Gegner am Wochenende spielt ja in der Regionalliga. Worauf wird es da ankommen für euch? Ich persönlich kenne den Gegner so jetzt nicht, aber ich denke mal, es wird natürlich, man kennt es aus der Regionalliga, ein harter, robuster Kampf sein, auf den wir uns einstellen müssen. Und nicht jetzt in deren Stadion, aber vor deren Heimkulisse wird es wahrscheinlich auch ein bisschen voller werden von deren Seite aus. Und demnach können wir uns auf jeden Fall auf den Widerstand einstellen und dass sie alles reinlegen werden, weil sie haben 90 Minuten Zeit und das ist kein Ligabetrieb, sondern einfach ein Spiel und da kann vieles passieren.